Ich lade Sie herzlich ein zu einer neuen Andacht. Kommen Sie mit. Liebe Freundinnen und Freunde unserer draußen Gottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Andacht. Heute wird es stürmisch, denn wir begleiten Jesus und seine Jünger auf einer Bootsfahrt. Ich warne Sie vor, Jesus hatte einen vollen Tag, deswegen schläft er im Boot sogleich ein. Aber er wird den Sturm meistern, so wie auch wir die erwartbaren und die unerwarteten Stürme in unserem Leben meistern können und zur Stille finden können. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Andacht. Amen. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein großer Sturm los. Hohe Wellen schlugen ins Boot und es drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen: Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind einen Halt und befahl dem See: Sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn immer noch kein Vertrauen? Voller Entsetzen sagten sie zueinander: Was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Amen. Liebe Freundinnen und Freunde unserer draußen Gottesdienste, das Schiff liegt schräg im Wasser, Wanden schlagen, der Wind heult um das Boot her, es bäumt sich immer wieder aus dem Wasser auf und schlägt zurück auf die Wellen. Immer öfter fegt Gischt über das Bord. So mag es den Jüngern in unserer heutigen Bibelgeschichte ergangen sein. Nur Jesus ist die Ruhe selbst. Er schläft im Heck des Schiffes inmitten des Sturms. Die Jünger wecken ihn und machen ihm Vorwürfe. Meister, fragst du denn nichts danach, dass wir umkommen? Da erhebt sich Jesus und spricht innerlich ganz ruhig zum Sturm: Schweig, verstumme. Und auf einmal kehrt Ruhe auf dem Meer ein. Die Sturmstillung ist wie ein Bild für das Leben. Wenn sich im Alltag die Termine häufen und die Aufgaben kaum mehr Zeit lassen für Muße und Stille, dann verliert der Alltag seine Konturen. Dann droht der Alltag, sich unbarmherzig immer weiter zu drehen. Und der Alltag wird zur Tretmühle, die nicht stillstehen will. Irgendwie geht es weiter Tag für Tag, aber wir merken, dass die Kräfte schwinden und wir uns nach Stille sehnen, dass wir uns nach Ruhe sehnen, die uns innerlich auftanken lässt. Stellen wir uns die Frage, wo wir Zeiten der Ruhe finden können. Zum Beispiel am Morgen, bevor die Kinder aufstehen, oder am Mittag eine Pause, um dem Tag Struktur zu geben. Ich finde Zeiten der Ruhe, wenn man in der Natur wandert oder wenn ich in der Natur eine Radtour mache. Und Sie? Wenn wir uns auf die Suche machen nach Orten und Zeiten der Ruhe, dann werden wir auch welche finden. Jeder wird andere Zeiten brauchen und andere Weisen, um zur Ruhe zu kommen, um sich dann wieder selber zu spüren und ganz bei sich zu sein. Aber letztlich sind es diese Zeiten der Ruhe, die einen Tag, die eine Woche wertvoll machen.
Auch Gott will nicht, dass wir uns aufreiben durch einen hektischen Alltag und durch ständigen Trott. Er will, dass unser Alltag durch und unterbrochen wird am Sonntag. Er will uns Zeiten der Ruhe schenken, die wir genießen können, ohne den Blick auf die Uhr. In unserer heutigen Bibelgeschichte sehe ich noch eine zweite symbolische Ebene. Die Geschichte spricht von der Abwesenheit Gottes. Denn Jesus als Anwesenheit Gottes schläft ja. Und er scheint seine Lieben nicht vor dem lebensgefährlichen Sturm zu retten. In dieser Abwesenheit Gottes symbolisiert der Sturm und die Wellen die Bedrohung, die die Urgemeinde trifft. Erst als Jesus aufwacht, rettet er sie. Gott ist da, aber er ist im Alltag manchmal nicht zu spüren. Er geht unter in Stress und Hektik. Aber dann ist er da und rettet uns. Was sind heute Zeichen dafür, dass Gott, dass Jesus uns retten können? Dass die biblischen Verheißungen einen festen Grund haben. Für mich ist der wunderbare Sternenhimmel so ein Zeichen. Der Sternenhimmel strahlt für mich göttliche Ewigkeit aus. Und die Kirchengemeinde ist für mich so ein Zeichen. In der Kirche wird wahr, wofür die Kirche steht. Vertrauen, Solidarität, Offenheit, Freundschaft untereinander. Wie wir es in unserer Kirchengemeinde erleben. Zurück zu unserer Bibelgeschichte. Dort heißt es, und Jesus und die Jünger fahren hinüber, hinüber ans andere Ufer. Sie kommen hinüber an ein anderes Ufer, in ein anderes Land, in eine andere Zeit. So wie wir auch heute dabei sind, von einem Ufer an ein neues Ufer zu kommen, an das Ufer des umfassenden Lebens mit Jesus. Ein neues Land, ein weites Land. Und die Überfahrt in dieses neue Land geht nicht ohne Stürme ab. Mal haben wir Rückenwind, mal scheint es, als triebe uns ein arger Wind zurück und wir müssen kreuzen, um weiterzukommen, auch gegen Widerstände. Und auch die Angst ist oft mit an Bord, wie bei den Jüngern auch. Werden wir untergehen oder können wir auf dieser Fahrt bestehen? Und ehrlich gesagt, ganz ohne Angst geht es nicht. Wer sagt, er hätte keine Angst, der lügt. Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir das mehr und mehr schaffen, diesen Schritt ans nächste Ufer, ins neue offene Land mit Jesus. Ins Weite, ohne Angst, dafür mit viel Zuversicht. Und dass Ihnen Ihre Familie, Ihre Freunde und die Kirchengemeinde dabei helfen wird. Nehmen wir unsere Bibelgeschichte zum Anlass, auf das ganze Leben zu blicken und zu erkennen, dass uns alles zufallen kann und dass wir keine Angst haben müssen. Gott hat alles geschaffen. Er hat alles geordnet nach seinem Willen. Gott, du gebietest dem Sturm, du schaffst Ruhe. Fege hinweg die Wolken des Zweifels und der Angst und stärke uns mit dem Mut des Glaubens. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Sind wir
zu euch.